Großmeister kann in 2 Wins, wait, seriously? Wo ist denn die Grandmaster-Grenze? Mein Toplaner will Zed first picken. Team der Winstreak, oha, ja, auf Bart werden nicht viele Games gedroppt. Bart Gaming ist komplette Elo-Schauer. Vor allem auch mit einer 4er KDE, ganz entspannt. Aber gut, ist halt einfach Winner's Queue. 556 LP ist die Grenze zu Grandmaster. Ja gut, dann sind es ja deutlich mehr als nur 2 Wins. Oder habe ich mehr LP, ist das aktuell? Ah, wir gamen einfach entspannt vor uns hin. Oh, 479 habe ich. Oh, das kann ich aktuell. Aber es sind trotzdem mehr als 2 Wins. Ich habe keine guten LP-Gains. Ja, Jakob, ich sag ja, Bart ist Elo-Schauer. Bart hat meine Magistery Nami ultet. Samira Bart klingt aber schon ein bisschen cursed. Auch into Ash. Warum hat er hier Samira gepickt? Wait, das Game ist, glaube ich, einfach ein Dodge, oder? Wir kriegen sie auch noch einen Z-Top-Lane. Aber wir haben heute schon einmal gedodged. Okay, Kindred ist, glaube ich, der erste gute Pick. Mein Z ist schon auch sehr broken momentan. Ach, es ist winnable. Du weißt, wie es ist. Der Nami-Ult ist die Rumble-Ult nicht fern. Bro, ich hatte die ersten 3 Wochen des Blitz, hatte ich nur Rumble-Ult. Mein fucking Kanickel-Account steht, by the way, immer noch 43 zu 54. Also was ich an Losing Streak und an Vollidioten in den letzten Wochen in meinen Games hatte, ist, also, ich müsste basically noch 2 Wochen Nami-Ult haben. Jetzt ist die Frage, ist es Ash Support und Farming Seraphin? Oder wie läuft es da unten? Warum Dämonik auf Bart? Weil du damit super viel Damage machst und du sehr viel AP auch bekommst. Also einfach, das synergiert einfach HP und AP. Das sind die beiden Sets, die du auf Bart haben willst. Und es gibt dir einfach beides in großem Ausmaß. Wann gehst du Fleet und wann ist mit dem Schild? Ich gehe eigentlich so gut wie immer Fleet. Außer du spielst gegen Hard Engage. Wenn du irgendwie gegen Leona oder gegen Nautilus spielst, musst du eigentlich Guardian gehen. Oder ich gehe zumindest Guardian. Man, die Backline ist halt sehr, sehr anfällig für unsere Ulti. Aber ich denke, die Backline sollte hier nicht das Problem werden mit unserem Team. Wir müssen uns eher um LeBlanc hier an der Cannon kümmern. Und schauen, dass uns die nicht überwälzen. Ich bin sehr gespannt, wie wir hier mit Samira... Also, die Lanes sind eigentlich nicht wirklich spielbar aus, oder? Ich weiß nicht, warum wir sie mit Samira hier gepickt haben. Imagine, wir hätten da anstattdessen den Ezreal. Aber mal schauen. Ich meine, wenn wir gute Stunts landen und wir können actually all in, dann ist free. Aber... Warum geht sie nicht rein? Okay, gut Job. Geiles Ding von der Kindred. Nice. Mega, mega gut. Was baust du auf Bart? Demonic into Radiant. Okay, nice hier. Oh shit. Oh, double shit. Ach, oh, wait, what? Tamara? Wow. Als ob die auch noch hier ist. Okay, ich habe mit allem gerechnet, nämlich mit der LeBlanc auch noch. Ah. Wait, die hat auf der Stelle gewählt. Wait, what? Okay. I mean, Kindred wird giga strong. Was gehen wir hier für Boots in dem Game? Wir müssen Mercs gehen, oder? Die haben schon brachial viel zu zählen. Und auch gut Magic Damage. Victor kann hier, glaube ich, auch ziemlich hart 1v9 machen. Ich glaube nicht, dass wir da reinjoinen. Ich glaube, ich kill die. Ah, ich dachte, die würde noch defen. Oh, willst du echt? Okay, geil. Fuck. Der Tower war richtig hochgestackt. Aber lieber ich als jemand anderes. Das ist auch gut. Das ist so smart von der Samira, dass sie wegläuft, weil die Kindred der richtig dicke Shutdown ist. Schauen, ob wir irgendwas oben retaken. Oh, wait. Die ist gar nicht am taken. Oh, wait. Er steuert seine Ulti nicht. Seine Ulti hat, glaube ich, ungefähr 3 Damage gemacht. Bin immer noch Level 5. Die fucking 0-3 Seraphine hat gerade schon geultet.
Ich hätte aber tatsächlich auch nicht damit gerechnet, dass die Seraphine schon wieder Ulti hat, bin ich ehrlich. Name von der Seraphine. Ja gut. Dreck. Und jetzt habe ich auch keine Ulti für den Herald. Und es ist mega schwer nach unten zu connecten. Und ich bin hier tot. Ah, das war ein guter Bait. Ich dachte, die würden unten spielen. Die haben unten den Herald nur gespawnt und sind dann Mitte gelaufen. Nice. Schade. Der Zed hat es nicht mehr geschafft, die Seraphine zu töten. Boah, der Flash auf den Level of Flash war so geil. Kiana ist halt auch hier. Da war schon richtig, das ist ein bisschen entspannter zu spielen, die Situation. Okay, nice. Das war sehr gut alles, glaube ich. Ich hätte hier nicht recallen sollen, ich hätte hier die Chimes noch sammeln sollen, glaube ich. Juhu. Ja, wir sind auf die Falle reingefallen. Einfach Drain gehen sollen. Oh mein Gott, das war schon wieder so knapp. Nice. Ja, also ein Mythic wäre langsam, aber sicher wirklich was Geiles. Die 2-4-12, aber ich fühle mich trotzdem arm. Aber in den letzten Games hatte ich, glaube ich, auch jedes Mal 5 oder 6 Kills zu dem Zeitpunkt. Die Items und der Kax-Seraphin sind auch ein gutes Stück günstiger als meine. Das jetzt zu siegen, gerade Midlane, wird super Pain gegen Cannon Flash. Kiana has R still. Ich geh sie facen. Okay, soll jetzt die Samira vielleicht nicht allein lassen? Wait.
Nice! Oh. Blackbart ist so geil. Ich habe einfach den Kennen. Ich habe einfach am Anfang habe ich die Qiyana gezoned, ihre Ulti gezogen. Als fucking Support, Mann. Und danach haben wir den Kennen basically soloed. GG Blackblade. Also, aber auch Respekt an mein Team. Like, also wir haben alle so gut gespielt. Meine Set war ein bisschen useless, aber der Rest war sehr, sehr geil. Ich habe den Fehler gemacht und die Samira, glaube ich, ein bisschen früh. Mein Samira kann halt nicht alleine so viel machen. Ja, I don't know. War einfach ein gutes Game. Kino hat auch sehr gesmurft das Early Game, hat richtig gemacht, was mit den Early Kills, die sie bekommen hat. Und damit sind wir das erste Mal in diesem Split auf 500. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Das gefällt mir.